Hallo und herzlich willkommen zu Humankind, einem neuen Let's Play auf meinem Kanal bei mir, dem Strategie-Nerd. Ich bin ja ein großer Civ-Fan, habe mich riesig gefreut auf dieses Spiel und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und vorher noch etwas, ich werde mich dieses Mal mit Tutorial-Tipps zu dem Spiel ein bisschen zurückhalten, denn ich werde ein extra Tutorial-Video erstellen, ein How-to-Start-Video für Humankind. Das werde ich euch, wenn es fertig ist, oben rechts jetzt verlinken. Und da werde ich euch ein bisschen was zu den Basics erklären. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein ins Spiel. Und grundsätzlich zwei Kleinigkeiten möchte ich dann doch noch erzählen, weil ich das wichtig finde fürs Let's Play. Es gibt die Möglichkeit, oder ihr solltet euch ein Avatar erstellen. Dieser Avatar ersetzt so ein bisschen die Zivilisation, die ihr spielt mit Civilization 6. Der hat ein paar Eigenschaften und das können wir uns ja mal angucken. Und okay, das steht bei uns jetzt natürlich nicht. Dann nehmen wir uns mal Makeda vor. Und sie ist offen, vertrauensvoll, hat die Perks inklusiv, möchte also viele Untertanen haben wie möglich, Mäzen und Trittbrettfahrer, Zweikampfkraft einer Einheit bei Leiharmee. Okay. Die anderen Perks und Fähigkeiten zeige ich euch mal nicht, damit es ein bisschen spannender bleibt von denen. Wenn ihr Humankind selbst habt, könnt ihr auch gerne nachgucken. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Wir nehmen 8 Teilnehmer und wir nehmen Tempo normal. Schwierigkeitsgrad sage ich gleich nochmal was dazu und da bin ich wirklich sehr gespannt. Übrigens finde ich das wirklich eine ganz, ganz tolle Idee, dass ihr euch ein Avatar erstellt, mit dem ihr verschiedene Perks habt. Ihr könnt auch im Multiplayer gegen die Avatare spielen und das sogar, wenn der nicht mit dabei ist. Ihr habt einen Avatar, erzähle ich euch aber, wenn ihr auch das Tutorial anguckt, auch nochmal. Auch KI-Eigenschaften vergeben und dagegen könnt ihr dann auch spielen. Okay, so, jetzt aber weiter. Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, also auch keine Erfahrung mit Civ habt oder sowas, dann solltet ihr eher so in Richtung Weiler oder Stadt gehen. Wenn ihr Civ kennt, aber Humankind nicht, dann ist so Metropole das Richtige. Wenn ihr Humankind gespielt habt in vorigen Versionen, dann sollte man so mit Nation spielen. Und ich hatte es mal mit Reich, Zivilisation und Menschheit ausprobiert. Das ist echt schwierig und ich würde fürs Let's Play mit Nation starten. Wenn ihr Lust habt, kommt doch gerne morgen Abend, 18.08. um 20 Uhr live bei Twitch und YouTube zu mir. Dort werde ich ein Let's Play unter der Schwierigkeit Zivilisation starten. Ein zusätzliches und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ansonsten bei der Welt bleiben wir bei riesig. Da habe ich nicht viel verändert. Vom Weltprofil zufällig. Ich habe die neue Welt rausgenommen und die Kontinentenanzahl. Ansonsten ist alles Standard und ich würde sagen, los geht's. Und wenn das Spiel geladen ist, bin ich wieder für euch da. Our universe contains infinite stories. Most of which are about rocks and ice at sub-zero temperatures in a vacuum. Rather boring. However, on a small damp rock, there is a story that bears a second look. It's your story. But the first 4 billion years or so mostly concern amino acids. Not much of a page turn. But then, over time, the amino acids bond together and things start to get interesting and a bit drier. A certain subspecies of hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother. Tools and weapons are invented. The hominids begin to cooperate. Fire becomes a servant, rather than an unpredictable force of nature. They learn to tan the skins of animals for clothing. They learn ways to record and probably exaggerate their adventures. Eventually, these tribes learn to build shelters and immediately hold the first barbecue parties. This is the dawn of humankind. Struggle and cooperation have been rewarded. The Neolithic era draws to a close. The whole world beckons. This tribe has come far, but the rest of their story is your story. You are the one who will build them into a great civilization. How far will you push humankind? Across the world, nascent societies are taking a deep breath, looking across the landscape and preparing for greatness.
Und damit hallo und weiter geht's mit Humankind. Eine Kleinigkeit möchte ich dann doch noch erklären, wie das grundsätzlich funktioniert. Grundsätzlich starten wir als Nomadenstamm in der Jungsteinzeit und müssen jetzt erstmal Nahrung finden, um unsere Einheiten hier zu vervollständigen. Mein Ziel ist am Anfang, dass wir möglichst viel Nahrung finden und dann einen Außenposten bauen. Und grundsätzlich werdet ihr die Zeitalter hier überspringen bzw. erreichen, indem ihr die Ära-Sterne hier bekommt. Die bekommt ihr jeweils mit diesen Sachen, die hier stehen. Das sind jeweils andere in den Zeitaltern. In dem Fall ist es ein Wachstumsstern, Wissen und die Meisterjäger. Macht auch für als Nomadenstamm Sinn. Ja, ein paar Tiere jagen, ein bisschen was essen und dabei ein paar neue Bevölkerungseinheiten bekommen. Und wir können hier auch noch nicht durchgehen. Und dann werden wir hier weiter aufsteigen. Dabei bekommt ihr die Ruhmpunkte und die Ruhmpunkte sind am Ende diejenigen, die ihr braucht, um das Spiel zu gewinnen. Und das finde ich sehr interessant. Meine Idee von dem Let's Play ist tatsächlich auch ein bisschen kriegerisch zu agieren, aber nicht ausschließlich. Und das ist der große Vorteil, den ich im Gegensatz zu Civ sehe, dass ihr hier nicht darauf gezwungen seid, ausschließlich in Richtung der Wissenschaft zu gehen und frühzeitig das Let's Play in eine Richtung bringt. Nein, ihr könnt auch jetzt, keine Ahnung, eine ganze Zeit lang Krieg führen und danach komplett auf Wissenschaft gehen. Das ist hier alles möglich. Hauptsache, ihr sammelt Ruhmpunkte. Das wollte ich nur mal vorweg erzählen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal rein. Und dann gucken wir uns erstmal tatsächlich mal dieses wunderschöne Gebiet hier an. Und das sieht doch echt schick aus, oder? Also das muss ich ja sagen, das sieht schon nice aus. Okay, dann gucken wir erstmal dahin. Da gibt es etwas, was wir erkunden können. Und das ist direkt unbekannte Strategieressource. Okay, die haben wir also noch nicht entdeckt. Tja, das sieht erstmal mit Schnee sehr interessant aus. Vielleicht gucken wir uns mal eine andere Ecke an. Wir sind hier bei... Okay, da hätten wir Wissenschaft. Wir gehen erstmal ein bisschen weiter. Wir bleiben mal hier auf dem Plateau. Das sieht man hier schlecht. Hier gibt es einen Berghang. Da sollten wir uns erstmal nicht lang bewegen. Das kostet nur unnötig Bewegungspunkte. Jetzt können wir uns überlegen, wo wir hingehen. Am Ende des Tages müssen wir hier hoch. Dann gehen wir dahin. Oh, da sollte man vorsichtig sein. Aber wir müssen jetzt eine Runde weitergehen. Okay. Er kommt in unsere Richtung. Wir gehen erstmal da hoch. Und da gibt es Nahrung. Da müssen wir auch hoch in der nächsten Runde. Er ist nämlich gerade den Berg hochgekraxelt in ein Waldgebiet. Runde beenden. So. Einmal da hoch. Na. Next time it might be better if you washed it first. Sehr schön. Das bringt uns... Oh, 15 Nahrung. Sehr gut. Und das benötigen wir, damit wir hier weitere Stammeseinheiten bekommen. Wie gesagt, da möchte ich schon gerne ein paar haben am Anfang. Dann gehen wir mal in... Ah, ist schwierig. Hier sieht man, da sieht man Berg da. Wir gehen mal in die Richtung. Da war auch was. Dann gehen wir in der nächsten Runde darüber. Ist auf jeden Fall zum Start eine sehr interessante Richtung, Möglichkeit. Wir können auch da hoch. Dann gehen wir da lang. Also, wenn ich ehrlich bin, so richtig in diesem Bereich, wo es schneit, möchte ich noch nicht starten. Tiere gibt es auch nicht. Zeige mir Informationen über das stattfindende Ereignis. Eine brennende Welt. In der Ferne steigen dünne Rauchschwaden in den hellblauen Himmel. Feuer. Ihr ruft ein paar Stammesmänner zusammen und nähert euch dem Feuer. Der Geruch von verbrannter Borke und brennenden Tannen wird mit jedem Schritt stärker. Ihr erblickt tanzende Flammen und findet euch plötzlich am Rande einer brennenden Siedlung wieder. Viele Gebäude stehen in Flammen, doch trotz des Rauches und der Flammen könnt ihr erkennen, dass diese Häuser Wunder der Handwerkskunst sind. Ihr wollt euren Männern gerade befehlen, die Feuer mit lockerer Erde zu ersticken, als ihr kleine, statthafte Gestalten davonrennen seht, Kinder. Wenn ihr sie jetzt verfolgt, könnten sie sich eurem Stamm anschließen, doch dann würdet ihr die architektonischen Geheimnisse des Dorfes verlieren. Wie entscheidet ihr euch? Ich denke, wir nehmen die Flüchtlinge. Ja. Oh, sehr gut.
Das heißt, mit der Truppe gehen wir auf jeden Fall da weiter. Sehr schön. Und mit der Truppe gehen wir erstmal dahin. Können wir da hoch? Dann gucken wir erstmal nach da. Und dann würde ich sagen, machen wir mit ihren Bogen dahin. Gehen dann da hinten hin, erkunden die Zivilisation bzw. die Forschung hier. Und das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Das gefällt mir schon mal. Und mit ihm gehen wir hier weiter. Hier könnte ich mir tatsächlich vorstellen, einen Außenposten zu gründen. Das sollten wir aber langsam mal machen. Kuriosität gesammelt. Jawohl. Sehr schön, da sind wir bei 3 von 5. Annehmen, natürlich. Wunderschön. So, mit dir, wir haben noch einen. Ich würde sagen, wir gehen dahin. Oh, hier gibt es ein großes Bergmassiv. Sehr hübsch. Und dann gehen wir hier lang. Ich würde mal sagen, hier unten finden wir mit Sicherheit was, um unsere Stadt zu gründen. Aber jetzt gehen wir mit dir erstmal dahin. 15, jawohl. Ihr habt eine Kuriosität gefunden. Süßwasserernte bringt euch plus 15 Nahrung ein für die Flüchtlinge. Wunderbar. So, mit dir gehen wir gleich hier hinten lang. Und mit dir gehen wir da unten lang. Und das war's auch schon. Nächste Runde. So, einmal dahin. Oh, mehr Nahrung. Sehr schön. Einmal dahin. Plus 15. Sehr schön. Gut. Und ich würde sagen, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Da gucken wir gleich mal hin. Aber jetzt will ich erst noch mal mir das Thema Wissenschaft hier angucken, was es hier gibt. Even those who have disappeared may have done something very clever. Ihr habt eine Kuriosität gefunden, antiker Lagerplatz, und das bringt uns plus 5 Einfluss. Das ist sehr gut. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie viel ein erster Außenposten kostet. Und das würde uns genau 5 Einfluss kosten. Sehr gut. Das könnten wir also jetzt machen. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, was es hier alles gibt. Das könnt ihr hier unten machen. Und das Feld hier gefällt mir tatsächlich schon ganz gut. Hier oben in die Richtung hätten wir eine Strategieressource. Da haben wir sehr viel Produktion, teilweise auch Wissenschaft. Hier auch. Oh, da sind Mammuts. Den könnten wir uns mit ihm hier nähern, von der Klippe aus. Mit viel Glück können wir die besiegen. Wir können mal gucken, was wir hier haben. Ich würde sagen, wir gehen noch mal eine Runde weiter runter, gucken uns das Gebiet noch mal an. Mit denen können wir das nicht machen. Und dann entscheiden wir uns, wo wir das bauen. So, mit dir gehen wir dahin. Und in der nächsten Runde, beziehungsweise wir könnten auch jetzt angreifen. Er ist grundsätzlich leicht im Vorteil, weil sein Kumpel da hinten steht. Dann warten wir lieber nochmal. Zwei wollen wir jetzt hier nicht angreifen, das macht keinen Sinn. Das kriegen wir definitiv nicht hin. Okay, nächste Runde. So, dann gehen wir mal da hoch. Und dahin. Oh, da gibt es noch Nahrung. Und ein Mammut. Ah, das ist jetzt schwierig. Also wenn wir uns die holen, das ist schon mal grundsätzlich nicht schlecht. Das Mammut würde ich hier links liegen lassen. Dann konzentrieren wir uns dahin. Dann haben wir einen dritten Stamm. Ja, das finde ich gut. Und mit der Einheit versuchen wir jetzt die Mammuts da hinten zu bekommen. Das eine, was sich hier auch schon nähert. Und dann gründen wir hier einen Außenposten. Und jetzt bleiben wir aber nochmal bei der Gründung des Außenpostens. Er empfiehlt hier, das finde ich auch gar nicht so schlecht. Dann könnten wir uns langfristig in die Richtung, was Produktion angeht, erweitern oder auch hierhin. Den hier anschließen für Produktion. Hier könnten wir mehr Nahrung bekommen. Den Außenposten finde ich da tatsächlich gar nicht schlecht. Ja, so machen wir das. Dann holen wir uns die Nahrung und dann gründen wir dort oben den Außenposten. Okay, gut. Mit ihm greifen wir jetzt das Mammut an. Oh, da bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob das was wird oder ob wir die Einheit sofort wieder verlieren. Eine manuelle Schlacht, bitte. Ja, wir bleiben hier oben stehen. Wir haben keinerlei Vorteile. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob wir irgendwo
Ich sehe hier keinen Fluss. Dann bleiben wir einfach genau da stehen, wo wir sind. Okay. So, ja, wir müssen angreifen. Hoffen wir mal das Beste für uns. Erst uns grundsätzlich ein bisschen überlegen. Ah, das sah nicht gut für uns aus. Jetzt greift er uns an. Ich hatte ja gehofft, dass wir ihn da unten erwischen. Ah, das sieht nicht so gut aus. Das sieht nicht gut aus. Wir könnten überlegen, ob wir uns zurückziehen, aber das wird nichts werden, weil er uns dann eh angreift. Wir könnten uns... Halte die Position in der Runde. Die Einheit wird sich nicht bewegen oder angreifen, profitiert von einem Kampfkraftbonus. Wir werden uns hier verteidigen. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, auch nicht. Okay. Wir ziehen das hier weiter durch. Wir werden uns weiter verteidigen. Okay. Das sieht echt nicht gut aus. Und wir sind tatsächlich gestorben. Aje, aje. Na gut, okay. Wir haben ja noch eine Einheit. Das war jetzt... Ich hatte tatsächlich gehofft, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier aufzustellen. Schade. Na gut. Dann gehen wir mit der Einheit da unten hin. Nächste Runde. So, einmal dahin. Und da kommt natürlich auch direkt das nächste Mammut. Wir ziehen das durch. Wir gehen da unten hin. Oh Gott, das ist ja der Wahnsinn. Plus 15, jawohl. Jetzt könnten wir natürlich mit der Jägergruppe. Wir gehen erstmal eine Runde weiter. Ach, die gibt's noch. Okay, die sind wieder gespawnt hier hinten. Wie interessant. Na, dann holen wir uns direkt die Kuriosität. Das gibt uns nochmal plus 5 und 2 Wissenschaft. Sehr schön. Wir haben es also irgendwie geschafft zu überleben. Dann gehen wir mit denen mal... Ich würde sagen, wir gehen mal hier hinten rum. Okay, nächste Runde. So, da gibt es eine Nachricht für uns. Gestern hat der Stamm ein wildes Getreidefeld gefunden, dessen Ähren im Wind wogten wie ein goldenes Meer. Das gemeine Getreide kann doppelt so viele Menschen versorgen, wie euer Stamm umfasst, doch einer der Anführer hatte eine andere Idee. Anstatt alle Samen zu mahlen, schlug er vor, die Hälfte davon einzupflanzen, damit ihr nächsten Sommer wieder ernten könnt. Eine verrückte Idee, die nicht zum Nomadenleben passt, doch vielleicht läutet sie ja die Zukunft ein. Was wollt ihr tun? Wir müssen uns den natürlichen Rhythmus der Natur zunutze machen, um uns ein besseres Leben zu schaffen. Forschungskosten für Tierhaltung. Oder wir mahlen sie. Zwei Nahrung. Nein, ich würde sagen, wir pflanzen sie ein. Wir wollen ja so und so. Die Tiere sind hier weg. Wir gehen zurück. Und gründen unseren Außenposten genau dort. Sehr schön. In der nächsten Runde gründen wir also unseren ersten Außenposten und ich bin schon sehr gespannt. Und hier gibt es noch Wissenschaft. Das könnten wir uns mit dieser Einheit hier holen. Na, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht halten wir uns von ihm auch ein bisschen fern. Oh, da gibt es eine Zuflucht. Da will ich gern runter. Eine Zuflucht ist grundsätzlich... Ein ergiebiger und vielfältiger Lebensraum, in dem viele friedliche Wildtiere rumstreifen können. Und da gibt es auch noch ein bisschen Nahrung. Das können wir uns nämlich auch noch holen. Das wäre auch noch wichtig. Und dann gründen wir mit ihm den Außenposten und werden danach hier hochgehen. Beziehungsweise wir können auch eine Einheit abspalten und die dahin schicken. Das können wir in der nächsten Runde mal machen. Okay, nächste Runde. So, diese Einheit möchte ich gerne verlegen. Und ihr geht da hoch. Einmal dahin bitte. Und ihr gründet den Außenposten.
Sehr gut. Wunderbar. Und du wirst bitte dahin gehen, damit wir diese Kuriosität, die Entdeckung bekommen. Jawohl, ihr habt eine Kuriosität gefunden. Antiker Lagerplatz. Wieder 5 Einflusspunkte und eine Wissenschaft. Sehr schön. Da ist eine Zuflucht. Da gehen wir auch gleich nochmal hin. Und haben wir denn noch eine Einheit? Nee. Wir sollten mit der Einheit in der nächsten Runde hier nochmal hingehen. Damit wir die Nahrung hier noch bekommen. Und diese ganzen Kuriositäten sollten wir auf jeden Fall auch noch einsammeln. Okay, du gehst da weiterhin. Was haben wir denn hier Feines? Das machen wir mal wieder aus. Okay. Oh, der Erste hat bereits die Kultur gewählt. Ein Nomadenstamm erreichte mit der Nubia-Kultur die Epoche der Antike. Okay, das heißt, die ersten zwei sind tatsächlich weg. Nächste Runde. So, er verfolgt uns. Wir hauen ab. Einmal da unten hin. Du gehst dahin. Und jetzt können wir die Zuflucht plündern. Und das machen wir auch. Und das bringt uns 20 Nahrung. Sehr schön. Für die nächste Runde. Wunderbar. So. Dich werden wir einmal verlegen. Du gehst bitte nach dort. Sehr schön. Und du wirst dir die Nahrung dort holen. Jawohl, Epochenstern freigeschaltet. Sehr gut. Der Wachstumsstern wurde erhalten. Wunderbar, das gucken wir uns mal an. Ihr habt eine Kuriosität gefunden. Süßwasserernte bringt 15 Nahrung. Das nehmen wir an. Und das heißt, wir haben den ersten Wachstumsstern und können dann in der nächsten Folge unsere Epoche gründen. Jetzt möchte ich aber tatsächlich noch ein bisschen Ruhmpunkte sammeln, damit wir noch ein bisschen was machen können. Ich würde nämlich gerne noch mehr Einheiten sammeln. Mir sind tatsächlich die Einheiten, die wir aktuell haben, zu wenig. Mit ihm möchte ich auf jeden Fall noch die Zuflucht plündern im Nomadenstamm. Und mit ihm, beziehungsweise je nachdem, wie viel Nahrung wir bekommen, hier noch hingehen. Das hat einfach den Grund, dass ihr diese Einheitengenerierung mit der Nahrung nur als Nomade habt und nicht mehr später. Und je mehr Einheiten ihr jetzt hier claimt, desto besser ist das für die Zukunft. Das machen wir noch später erinnern. Jetzt gucken wir mal, du hast nichts zu tun. Dann gehen wir hier unten rum. Tun uns in der nächsten Runde dort die Nahrung. Okay, nächste Runde. Oh, ein Nomadenstamm erreichte mit der Hytera-Kultur die Epoche der Antike. Da sollten wir also uns ranhalten. Das heißt, wir gehen dahin. Es gibt uns 15 Nahrung. Wunderbar. Und da haben wir erfolgreich geplündert. Eine zweite Einheit. Ja, das Problem ist, wir haben hiermit keine weitere Nahrung. Da haben wir eine zweite Einheit. Hier. Und hier nicht. Wir gehen mal da runter. Das ist die zweite. Und dann werden wir die Zuflucht plündern. Das gibt uns hier eine dritte Einheit in der nächsten Runde. Und dann würde ich tatsächlich sagen, wir werden uns mit der Einheit vereinen. Das machen wir hier hinten. Und dann werden wir die weiter erkunden lassen hier oben in die Richtung. Die Truppe werden wir weiter erkunden lassen hier unten rum. Und ihn lassen wir hier rumlaufen. Ich denke, dann haben wir auf jeden Fall mit 3 Truppen schon mal einen guten Anfang gemacht. So. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir noch irgendwo Nahrung finden. Haben wir noch eine Runde Zeit. Ah, eine Zuflucht. Das wäre natürlich... Aber die ist jetzt zu weit weg. So, nächste Armee. Mit dir gehen wir in die Richtung. Oh ja. Ihr habt eine Kuriosität gefunden. Plus 5 Einfluss. Wunderbar. Das heißt, da lang. Ach, da können wir gar nicht rum. Och Gott, das ist ja grausig. Das heißt, wir müssen komplett außen rum. Kommt er denn irgendwie schneller hierher? Auch nicht. Hm.
Okay, da müssen wir uns natürlich... Oh, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Da müssen wir uns erstmal an einem sinnvollen Punkt hier treffen. Wahrscheinlich eher da unten. Dann treffen wir uns tatsächlich mal da unten. Das dauert 4 Runden bei den Armeen. Ja, das müssen wir jetzt... Oder wir machen das und gehen mit denen hier unten lang. Und mit ihr gehen wir dann hier oben weiter. Ich glaube, das ist die beste Idee. Genau. Nächste Runde. By building an outpost, claiming territory Jawohl. Is this easy. The trick, of course, is keeping it. Dankeschön. Ihr habt erfolgreich geplündert. Wunderbar. Das heißt, mit dir gehen wir hier lang. Ihr habt eure Befehle. No, oh, 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 oh. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Obwohl das natürlich... Ah, das hätte natürlich den netten Nebeneffekt, dass wir noch gucken könnten, ihn zu erobern. Das wäre natürlich nice. Beziehungsweise ihn zu besiegen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Wir gehen mit dir mal zurück zum Außenposten. Mit dir bleiben wir auch hier. Und dann gucken wir tatsächlich, dass wir mit dir jetzt ihn nochmal angreifen. Und danach wählen wir uns unsere Zivilisation aus. Das, so machen wir das. Manuelle Schlacht. Du gehst nach da, bitte. Das Problem ist, wir haben jetzt eine Angriffsreihenfolge. Aber anders macht es keinen Sinn. Ja, wir bleiben so. Entsendung beenden. Da bin ich mal gespannt, ob wir dort effektiv was machen können. Wo hat er sich denn hingestellt? Wir gehen da hinten rum. Du gehst da lang. Ah, da ist er. Okay. Ja. Das bringt uns hier einen kleinen Malus. Das heißt, einmal angreifen, bitte. Okay. Er greift zurück an. Klar, natürlich. Und mit ihm gehen wir hier hin und greifen von dem höheren Terrain an. Einmal dahin. Dann gehen wir hier hin. Und das gibt uns auf jeden Fall einen Bonus, weil wir von oben angreifen. Sehr schön. Und jetzt greift er nochmal an. Und ich hoffe inständig, dass die Truppe jetzt hier überlebt. Nächste Runde. Oh, ganz, ganz, ganz knappe Nummer. Ganz knappe Nummer. Mit ihm greifen wir das Mammut an und hoffen, dass es hier überlebt. Oder auch du stirbst. Jawohl! Ja! Und das bringt uns hoffentlich 20 Nahrung. Jagd in Nunki. Wunderbar. Was haben wir bekommen? Ja! Wir haben eine dritte Einheit. Ja! Sehr gut. Da gibt es noch ein bisschen Nahrung. Hier auch. Aber jetzt... Naja, das sollte aber reichen. Ja, ich denke, das sollte reichen. Okay, wir sind kurz davor, die wissenschaftlichen Kuriositäten zu entdecken. Aber... Nein, wir müssen jetzt wirklich in die nächste Ära eintreten. Und das machen wir auch. Und... Ihr habt es gesehen, wir können jetzt in die erste Ära gehen und es gibt dafür mehrere Zivilisationen und wir können zum Beispiel die Olmec nicht mehr auswählen, die Nubier nicht, die Mykene, die Hytera. Also es sind schon fast alle weg, das heißt wir können nur noch zwischen den drei wählen und ich glaube aber trotzdem, dass wir einen Bonus haben werden, dadurch, dass wir relativ viele Einheiten jetzt haben und die Babylonier sind tatsächlich die in die Richtung, in die ich gehen möchte. 2 Wissenschaft pro erforschte Technologien auf der Hauptstadt. 3 Wissenschaft pro Bauernviertel. Wir gucken uns die Phönizier nochmal an. Die Phönizier bringen uns Geld und die Suho Stabilität. Ich glaube aber, dass die Babylonier tatsächlich für den Anfang die besten sind. Viel mehr Optionen haben wir jetzt auch nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt die Babylonier.
Genau. Wollt ihr das bestätigen? Das bringt uns 2 Wissenschaft pro erforschter Technologien auf der Hauptstadt. Das Haus der Astronomie verringert die Stabilität, bringt aber 3 Wissenschaft pro Bauernviertel, ganz wichtig angrenzend. Auf der Stadt grundsätzlich Nahrung, Wissenschaft und Forschung zählt als Bauernviertel und als Forschungsviertel. Und wir haben ein Sabusa Kwasti, das ist eine spezielle Kampfeinheit und da freue ich mich schon drauf, bestätigen. Ah, the challenges of a young civilization. It's hard keeping up with the neighbors when they have the wheel and you don't. Humankind learns quickly that everyone contributes. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. This means more than just markets for the Babylonians. It's also the beginning of mathematics, astronomy, and a set of codified laws that I wouldn't want to be caught breaking. Genau. Ein Nomadenstamm erreicht mit den Olmec-Kulturen die Epoche der Antike. So, und das heißt, wir sind jetzt in der Antike mit den Babyloniern und wir haben jetzt hier einen Außenposten. Und diesen Außenposten können wir zu einer Stadt ausbauen und das machen wir auch. Und die Stadt heißt selbstverständlich Babylon. So, grundsätzlich können wir hier jetzt unsere Bevölkerungspops, die wir haben, hin und her schieben. Da gibt es noch keine. Und auch das Wachstum der Stadt ist hier übrigens interessant. Es besteht nicht ausschließlich aus der Nahrung. Die Nahrungsproduktion ist hoch genug, um ein Bevölkerungswachstum zu ermöglichen. Derzeit wächst sie um eine Bevölkerung alle 4 Runden. Und ihr seht hier die Bevölkerungsnahme. Das ist eine Wahrscheinlichkeit quasi 96%. Das ist ein sehr interessantes Konzept. Je mehr Nahrung ihr habt, desto mehr wird es. Also es ist nicht einfach so, dass die Bevölkerung dann einfach stumpf wächst. Das hängt natürlich auch mit der Stabilität zusammen. Das ist ein sehr interessantes Konzept, muss ich sagen. Okay, sehr schön. Und kluge Köpfe. Ihr könnt die Städte in einen kluge Köpfe-Modus versetzen, durch den Produktion, Industrie und Geld in Wissenschaft umgewandelt wird. Das kennt man von Civilization. Das ist dort der Modus, dass man ein Projekt startet, in dem die Produktion in eine bestimmte Ressource umgewandelt wird, in dem Fall in die Wissenschaft. So, jetzt müssen wir hier was bauen. Ich würde tatsächlich sagen, wir werden uns erstmal ihn hier entledigen. Da unten, ich meine, wir haben genug Truppen. Das heißt, wir gehen erstmal nach dort und haben hier jetzt Speer mit 13 Kampfstärke. Das sollte erstmal ausreichen, dass wir von hier oben dann ihn besiegen können. Das sind 2 Runden. Ja, wir müssen so und so noch eine Runde warten. So, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, neue Territorium zu claimen, also anzuschließen. Und diese dann an eine Stadt anzuschließen als Außenposten oder sie als extra Stadt zu machen. Am Anfang bin ich tatsächlich ein Freund davon, Territorium anzuschließen. Und wir haben ja hier eine Truppe. Und hier haben wir eine zweite Truppe. Mit denen werden wir jetzt weiter erkunden gehen, dass wir auch genug von der Karte sehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, dass wir hier jetzt möglichst viel auf... Oh, hier gibt es schon einen. Hier gibt es den ersten Feind von uns. Oder Freund, man wird es sehen. Gucken wir mal weiter. Greetings to the Nubians. Die Nubia. Now there's some good fortune. A neighbor who may be more interested in commerce than conflict. Sehr schön. Die Nubier haben nun Kunde von eurem Reich erhalten. Sehr schön. Dann können wir gleich mal in... Beide Reiche befinden sich im Frieden miteinander. Wir können gleich mal reingehen und gucken. Life is wonderful, is it not? Treat me and my people with respect and all will be well. Das ist gut. Es gibt übrigens hier eine Kriegsunterstützung und je nachdem, wie die Kriegsunterstützung ist, wird es irgendwann zu einem Krieg kommen. Das kann man sich so vorstellen wie in den Paradox Games mit den Kriegspunkten. So ähnlich funktioniert das hier mit der Kriegsunterstützung. Ich glaube, die Kriegspunkte bei den Paradox Games, egal ob EU4, Hearts of Iron 4 und so weiter, das kennt man, glaube ich. Das ist ein ähnliches Konzept hier. Okay, wir gucken mal beim Thema Handel, da können wir noch nichts machen. Logischerweise, wir haben ja noch nichts. Und wenn Sie Händler sind, Sie sind offen und vertrauensvoll, dann würde ich als allererstes tatsächlich mal fragen, ob Sie bereit wären, Luxusgüter zu handeln. We would all
Die Nubier haben euer Abkommen unterzeichnet. Jawohl! Sehr gut. Das ist wunderbar. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Das freut mich. Sehr schön. Die sind noch zögerlich, aber ich denke, das kriegen wir hin. Machen wir tatsächlich mal hier einen kleinen Bogen rum. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, wie es A hier oben weitergeht und B hier unten aussieht. Dann gehen wir mit ihnen hierhin, dass wir den Bereich erkunden. Ich möchte verhindern, dass wir hier noch eine Landzunge haben und sie von unten dann sich ausbreiten. Und das gleiche machen wir hier. Wir gehen mal den Weg. Wir möchten denen hier nicht im Weg stehen. Und mit der Truppe gehen wir... Ich weiß nicht, ob es jetzt bringt, hier noch anzugreifen. Ich würde sagen, wir entfernen uns einfach mal. Und ich möchte gerne dahin. Da können wir runter, dann gehen wir dorthin. Und dann werden wir erstmal den Bereich hier erkunden. Und von hier gehen wir dann hier unten runter. Okay. So, dann gehen wir mal in die Forschung. Und das ist auch sehr interessant. Ihr könnt hier natürlich grundsätzlich alles erforschen. Auch von diesen Sachen. Die sind natürlich noch gesperrt. Das ist halt echt interessant gemacht. Ihr könntet theoretisch diese Sachen erforschen, wenn ihr so weit kommt. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, weil ihr viel zu wenig Wissenschaft habt. Und am Anfang können wir den Kalender erforschen. Das ermöglicht es uns... ein Kunsthandwerksviertel zu bauen. Und die Tierhaltung. Das wäre natürlich interessant, aber wir haben noch keine Pferde. Hier könnten wir Waldrodung machen und Bogenschützen. Ist die Frage, was wir jetzt am interessantesten finden. Ah, das ist schon schwierig, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen in Richtung der Tierhaltung. Ja. Wir nehmen die Tierhaltung. Okay. Gut. Dann gucken wir uns mal unsere Sterne an, was wir machen müssen. Wir müssen also 6 Technologien erforschen, 14 Expansionssterne, Territorien, 600 Einflusspunkte, das ist übrigens insgesamt, also ihr müsst nicht die zählen, die ihr auf dem Konto habt. 6 Baumeistersterne für Erweiterungen. Wir brauchen 12 Pops, 550 Gold und 6 Kampfeinheiten, Militärsterne. Sehr schön. Ich denke, das kriegen wir hin. Übrigens, wenn ihr hier einen gesammelt habt, dann wird es natürlich immer weitergehen. Es gibt hier einmal Bronze, Silber und Gold. Und das sind dann, ich glaube, das sind 6... 7 und 8 oder 6, 9 und 12. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann bekommt ihr die Sterne hier. Okay. Gut. So, eine untätige Stadt. Jetzt müssen wir in Babylon eine Produktion auswählen. Und Haus der Astronomie, das ist ja unser Spezialbezirk. Wir können natürlich auch Infrastrukturen, eine Töpferei bauen. Das bringt uns 4 Einfluss auf den Hauptplatz. Das ist natürlich wichtig. Können wir die irgendwo sinnvoll platzieren? Ach so, das können wir da machen. Okay, entschuldigt bitte. Das ist natürlich eine Infrastruktur. Bezirke sind die hier. Lass uns mal die Bezirke durchgehen, ob wir da irgendwo eine gute Position haben. Ah, nicht wirklich. Da würden wir überall zu viel verlieren. Wenn überhaupt, könnten wir das Haus der Astronomie in die Richtung bauen, dass wir uns hier anschließend an dem Fluss noch weitere Bauernviertel setzen. Quasi hier unten in die Richtung. Das wäre möglich. In die Richtung gehen wir mit Produktion. Das könnte man tatsächlich machen. Hier hin. Und dann gehen wir hier unten hin mit weiteren Bauernvierteln. Pro angeschlossenem Bauernviertel, das wäre 1, 2, 3 könnte man machen. Das wäre nicht schlecht. Können wir da noch eins hinsetzen? Das wäre sogar auch möglich. Dann hätten wir sogar
4 Bauernviertel. Das ist nicht schlecht. Dann kriegen wir einen relativ großen Wissenschaftsbonus. Das könnte man gut machen. Produktion wäre in diese Richtung. Das ist gut. Ja. Und dann können wir die Produktion hier eventuell weiterentwickeln, wenn wir hier ein Territorium uns holen. Wie sieht es hier oben aus? Wir können ja mal schauen, was das grundsätzlich hat. Ja, also hier gibt es auch Produktion. Das heißt, hier können wir uns besser mit Produktion dann ausweiten von dem Bauernviertel aus. Ich denke, das kriegen wir ganz gut hin hier in diesem Territorium. Und jetzt ist aber immer noch die Frage, was wir bauen. Und ich würde tatsächlich sagen, als allererstes nehmen wir die Töpferei, dass wir mehr Einfluss generieren. Das ist tatsächlich wichtig, damit wir schnellstmöglich weitere Sachen anschließen können. Okay, sehr schön. Und die Runde beenden, das machen wir in der nächsten Folge. Und ich hoffe, euch hat diese erste Folge gefallen. Ich finde dieses Spiel einfach mega cool. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich mal ein Like und ein Abo freuen. Und Humankind wird es auf jeden Fall auf meinem Kanal geben und bleiben. Und ja, in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.